Und damit Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge hier zu Zusi 3 in der Hobby Edition. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt sind wir mal am Tag unterwegs. Ihr hattet ja mal gefragt oder letzte Folge war natürlich ein bisschen, war nicht so prickelnd tatsächlich, muss man sagen. Denn wie gesagt, es war halt relativ dunkel und dadurch hat man natürlich kaum was gesehen. Wir sind heute aber auf der Karte, lasst mich lügen, Strecke Uelzen-Göttingen unterwegs. Fahren das Ganze heute mit dem ME 82817 und das Ganze von Unterlüß nach, jetzt lasst mich mal gucken, nach Celle und halten nochmal in Eschede. Da werden wir heute nochmal halten und fahren das Ganze hier mit einem Metronom und zwar mit den TFZ 146, 422 Tonnen wiegt das ganze Ding. Und dementsprechend sieht es halt auch so aus. Wir schauen uns das Ganze mal von außen an, wenn das natürlich klappt jetzt, hoffe ich mal, stand so genau perfekt. Das klappt doch. Das ist ja also, das ist heute unser Begleiter, den wir hier haben. Sieht doch eigentlich relativ putzig aus, fährt sich auch sehr angenehm tatsächlich. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir hier heute kommen. Falls ihr, wie gesagt, da mal irgendwelche Fragen habt oder sowas, dann könnt ihr das ja gerne mal so in die Kommentare posten. Aber sonst muss ich sagen, vielen, vielen Dank für euer Feedback in der letzten Folge. Das motiviert tatsächlich hier weiterzumachen mit Zusi 3. Ich hoffe natürlich, dass ich euch auch weitere Folgen hier dementsprechend halt sehr gut hier präsentieren kann in natürlich bester Qualität. Und damit würde ich sagen, springen wir rein und fahren jetzt endlich mal hier unsere Tour. Und ihr seht schon, wir haben grün, dürfen aber maximal 60 fahren und das wollen wir natürlich tun. So, schalten erstmal die FB an. Schalten das Ganze hier auf 60 und los geht's. So, Ton sollte passen diesmal gleich von vornherein. So, jetzt müssen wir hier nochmal. Oh. Achso, ja, warte mal. Müssen die Türen schließen natürlich. Das wäre sinnvoll. So, jetzt können wir die AFB wieder anmachen. Da war ja was. So, und jetzt aber. Jetzt fahren wir natürlich schon ordentlich schon mit Verspätung los. Absolutes Träumchen, so läuft das schon mal. Ja, wenn irgendwas ist, dann ist immer irgendwas. So, dann kam noch die Frage, ob ich hier nicht den Zugdatenfahrplan hier noch anzeigen lassen kann. Hier muss ich leider sagen, das funktioniert tatsächlich nicht, denn ich kann Zusi 3 nicht im Desktop-Modus aufnehmen. Das Ding, das ruckelt wie Sau und wäre dann keine Bereicherung. Das für euch natürlich und natürlich für mich hier, ja, weil das halt kein flüssiges Spiel mehr ist. Und von daher muss ich das leider weglassen, sonst könnte ich hier natürlich noch weitere Displays natürlich hier anzeigen lassen. Und das ist eine ganz coole Sache. Es gibt hier diesen Zusi-Display, ja, also für jemanden, der natürlich nicht weiß, ja, dass Zusi ja die super realistischste Simulation ever ist, die es ja hier aktuell auf dem Markt gibt, könnt ihr hier noch euch weitere Displays hier noch zusätzlich einschalten. Da sind aber allerdings zwei Monitore zu wenig, wenn ihr das alles aktivieren wollt. Und da müsst ihr dementsprechend, könnt ihr euch die FIS anzeigen lassen, ihr könnt euch dieses ganze Display hier anzeigen lassen. Die ganze Display könnt ihr euch noch separat auf dem Monitor anzeigen lassen. Das finde ich eigentlich ziemlich großartig tatsächlich. Also man merkt hier wirklich, dass das hier schon sehr professionell ist, wenn man das Ganze mal so richtig betrachtet halt. Ja, das kennt man natürlich aus dem Microsoft Train Simulator oder aus dem Train Simulator von Dovetail Games absolut überhaupt nicht. So, jetzt bekommen wir hier unser grünes Signal. Das heißt, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wann wir das vorbei haben und dann dürfen wir nämlich hier 160 fahren. Habt ihr gesehen, ne? Ausfallsignal zeigte 60 an. Und ja, ich glaube, wir sind durch. Dann hauen wir jetzt rauf, 160, los geht's, Speed. Maximal. Die ganze Aufgabe dauert irgendwas über 30 Minuten. Leider konnte ich sie selbst noch nicht abschließen. Da gibt es irgendwie ein Problem mit dem Ausgang, was ich persönlich sehr schade finde.
Müssen wir mal gucken, dass das eventuell jetzt in der Folge heute klappt. Und ich glaube auch, was den Schwierigkeitsgrad angeht, liegt einfach daran, weil ich hier aktuell keine Zwischenfälle aktiviert habe, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass es das war. Man kann hier so Zwischenfälle sich einschalten lassen, dass zum Beispiel irgendwelche Signalstörungen oder sowas vorliegen. Und diese Option habe ich aktuell nicht aktiviert, da ich mich natürlich erstmal mit Zusätzlich erstmal ein bisschen zurechtfinden muss, bevor ich gleich auf sowas gehe. Ja. So, wir sind jetzt bei 69,6 und wir haben bei 61,7 haben wir den Halt in Eschede. Wäre natürlich praktisch, wenn wir den Bahnhof nicht verpassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich öfter an Zusi ransetzt, macht das Ding schon massiv Spaß. Ja. Das ist schon was komplett anderes. Wenn du keine 1000 Anzeigen mehr hast oder sowas, ja, so diese Hattleiste bei dem Train Simulator kann man natürlich ja alles deaktivieren. Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie hier in Zusi 3 alles richtig an. Das kann jetzt natürlich auch Spinne sein oder sowas. Ja. Kann, muss nicht, aber ich finde es einfach großartig aktuell, wie das Ganze hier läuft. Und man merkt so langsam so diesen Umsprung, dass ich wahrscheinlich eher Zusi öfter starte als den Train-Simulator aktuell. Liegt aber wahrscheinlich daran, weil Zusi für mich jetzt ja aktuell noch relativ neu ist. Ich ja Zusi zwar schon Ewigkeiten besitze, aber mich an Zusi selbst noch nie wirklich herangetraut habe. Das ist jetzt was komplett anderes. Mittlerweile traue ich mich da jetzt ran. Ist natürlich kein Hexenwerk hier, das Ganze zu verstehen. Wenn man es dann halt irgendwann mal gerafft hätte, klappt das auch. Und da war der Train Simulator natürlich sehr einsteigerfreundlich gewesen. Das ist hier bei Zusi so ein kleiner Minuspunkt, den ich hier wirklich geben muss. Einsteigerfreundlich, weiß ich nicht. Finde ich Zusi 3 jetzt gerade nicht. Ja, also es ist schon doch irgendwie anders auf jeden Fall. So. Ja, ich will natürlich nicht, dass wir an Eschede mal direkt vorbei preschen. Ich lenke mal jetzt schon mal an die Bremse. Und bei 64. Fahre jetzt hier geschmeidig mit 100 km/h hier rein. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Ja. Natürlich verlieren wir dadurch Zeit, massiv Zeit. Aber es geht auf einmal so schnell. Dann bist, siehst du den Bahnhof und denkst dir, das Ding hältst du jetzt nicht mehr. Das hältst du einfach nicht mehr. Und bevor das nachher wieder mal ins Auge geht, dachte ich mir so, gehst du doch mal jetzt ein bisschen früher auf die Runde. Und ich meine, wir haben ja immer noch eine ordentliche Geschwindigkeit, wirkt jetzt im Allgemeinen doch deutlich langsamer. Aber ihr seht jetzt mal das Ganze hier tagsüber und ich finde, auch wenn es natürlich jetzt nicht so qualitativ hochwertig aussieht, wie jetzt zum Beispiel bei dem Train Simulator, denn der kann das richtig gut verpushen alles. Ja, also der prallt natürlich mit seiner Grafik, sollte auch, ja. Der kann natürlich damit richtig prahlen, ja. Das ist natürlich hier in Zusi dementsprechend nicht so. Sieht natürlich dementsprechend halt nicht so hübsch aus wie der Train Simulator von Dovetail Games, aber hier ist es einfach wirklich der Realismus, der hier drin steckt, ja. Was man hier alles machen kann, also das finde ich großartig. So, und da kommt auch schon unser Bahnhof. Können hier schon mal die Tür nach rechts freigeben. Ich hoffe, dass der Große da jetzt richtig ist. So. Und hier ist wichtig, wir müssen hier noch den T-Taster drücken, kurz vor Stillstand, müssen jetzt wie gesagt die Position der Tür schon bestimmen und kurz bevor wir den Stillstand haben, müssen wir die T-Taste drücken. Das habe ich aus dem Tutorial irgendwie mir entnommen. So das Türschließsystem, welches im Internet hier kursiert. Somit sind die Türen offen.
Fahrgäste können einsteigen und wir haben unseren Halt in Eschede. Es ist 40, ja, wir haben jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Ja, wir sind natürlich jetzt ein bisschen sehr langsam jetzt hier reingerollt hier. Das ist jetzt natürlich sehr unschön. Wir sind oben den Männer kicken, der zeigt euch ja an, dass die Leute hier einsteigen gerade. Und hey, wie geht's? Fahren hier das Ganze heute mal im Nahverkehr. Ja. So, müssen natürlich jetzt warten, bis Fahrgäste jetzt eingestiegen sind. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann weiterfahren können. Da ist es. So, schließen die Tür. So, und... Weiter geht's, 160. Gut, nächster Halt ist dann jetzt Celle. Siefer bestätigen, weiter geht's. Jetzt war ich auch noch mal auf der Website gewesen von Zusi 3. Ich habe mir mal so überlegt, ach komm, eigentlich müsstest du dir auch mal den Oldtimer anschauen, Zusi 2. Den gibt es mittlerweile nicht mehr auf der Website. Finde ich sehr schade, kostet 15 Euro. Also, wollen wir mal gucken, habe ich jetzt schon eine Anfrage gestellt, ob es den noch irgendwo gibt, ob man den noch irgendwie sich nachholen kann oder sowas. Anschauen möchte ich mir ja schon gerne nochmal. Bietet natürlich deutlich mehr Strecken, ja, als Zusi 3. Aber das kommt ja alles mit der Zeit, denn gehen wir davon aus, also Zusi ist jetzt nicht so eine Simulation, der jetzt wie jetzt bei dem Train Simulator jetzt jährlich eine neue Version erscheint, sondern das ist jetzt halt auch wie Omsi 2. Ja, es wird halt, also Omsi 2 jetzt nicht mehr direkt, ne, aber Omsi wird ja nicht mehr weiterentwickelt. Aber Zusi wird halt permanent halt mal weiterentwickelt, kommt mit den ganzen Add-ons und den Updates, ja. Aber anders als wie jetzt zum Beispiel bei dem SIFA. SIFA. AFB. 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 Seht ihr nicht mehr? Der fette zu viel oder sowas. Weil er nicht selber abbremst jetzt. Mal schauen. Ja doch, macht er alles. Sehr schön. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, dass hier das halt ständig weiterentwickelt wird. Wie gesagt, das nächste Update, so wie es aussieht, ist jetzt im Juni, wenn, wie gesagt, die Steam-Version erscheint. Also wenn ihr euch da bis jetzt immer noch unsicher wart, dann könnt ihr das Ganze dann getrost auf Steam kaufen. Na, ihr könnt es natürlich euch auch vorher anschauen. Es gibt eine Demo-Version, die ihr euch runterladen könnt, direkt auf der Zusi-Seite. Da braucht ihr euch noch nicht mal registrieren oder sowas, falls ihr selbst erstmal wissen wollt, ob das überhaupt auf euren Rechnern auch läuft. Aber es sollte eigentlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding hier bei keinem mehr läuft hier. Ja, und dann, wie gesagt, testet ihr das Ganze. Dann, ja... Könnt ihr euch da selbst vielleicht mal ansetzen und euch mal so mit den ganzen Monitoren zum Beispiel auseinandersetzen. Ich glaube, da kannst du schon den ganzen Tag investieren, ja, um das Ganze halt zu verstehen und alles sowas. Also das ist schon großartig, wenn man das mal so sagen darf. Und dann ist es halt so ein bisschen eine Steigerung wie bei Omsi, ja, dass man hier dann immer mehr den Realismus aktiviert, so wie es ja, wie wir es ja aus Omsi kennen oder sowas. Ne? Da kann man ja auch dann Stück für Stück das Ganze realistischer machen, einschalten, dass es halt realistisch genug ist. Und so funktioniert das Ganze dann hier auch im Zusi. Und wie gesagt, also von der Grafikart finde ich schon, dass sich da Omsi und Zusi nicht wirklich viel nimmt. Ja, also, aber wie gesagt,
Performance, die ist großartig hier in Susi 3. Der Preis ist halt ein bisschen heftig. Also das ist keine Simulation, die ihr für 20 Euro bekommt oder sowas. Ne? Das Ganze kostet schon mal ordentliche 55 Euro dann auf Steam oder 70 Euro oder was waren es, 65 Euro halt auf der Website. Das ist schon ein stolzes Sümmchen. Aber ihr bekommt damit auch mit einem der wirklich besten Zugsimulationen, so wie es überall benannt wird, betitelt wird. Ich selbst möchte mich ja da gerne schon ein bisschen mehr reinfuchsen, ne? Das sieht mich ja halt auch irgendwie, die ganze Thematik. Aber es liegt halt einfach daran, weil ich das halt alles halt persönlich nicht ausüben darf, wegen meiner Rückkühlschwäche. Ja, somit kriegst du keinen Personenbeförderungsschein und damit darfst du halt solche Berufe halt hier nicht ausüben, was ich persönlich schon sehr schade finde. Ich glaube, das hätte wahrscheinlich nochmal ein bisschen was verändert, so in meiner Zeit oder sowas. Ja. Jetzt bist du ein ganz normaler Postbote oder sowas. Ja, ich glaube, wäre das alles nicht gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch was komplett anderes. Da kann man nur sagen, vielen Dank, liebe Mutter. Aber man kann sich das Siefer ja nochmal nicht aussuchen alles. Siefer. So, wir sind jetzt bei 46. Nächster Halt ist bei 44. Da kommt man dann in Celle an. Und wir müssten, es ist 46, in 2 Minuten da sein. Ja, ob wir das schaffen, das bezweifle ich fast. Wenn wir dran vorbeirauschen, vielleicht, aber so nicht. So, die Zugbeeinflussung sagt, dass die LZB zu Ende geht. Aber erstmal, das erste, was man macht, ist erstmal gleich voll auf die Eisen gehen. Aber zeigt mir halt bloß, dass ich jetzt darauf achten muss, dass jetzt demnächst, ja, Zelle kommt. Und wenn es geht, fahren wir mal ein bisschen zügiger rein. Wir müssen ja nicht allzu langsam hier reinfahren. 46, wir haben noch 2 Kilometer vor uns, das Eis ganz weg. Wir rollen rein. Und dann passt das Ganze schon. Ja, und wie gesagt, wenn ihr das so noch nicht haben möchtet oder sowas, ja, dass ihr so mit Fahrplänen zum Beispiel arbeiten könnt oder müsst, ja, dann kann ich euch hier auch ProTrain Perfect empfehlen. Ja, da ist es nämlich halt auch schon drin. Und das finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Sache, weil das hier halt integriert ist, halt ist in das Cockpit. Ja. Also da habt ihr nicht so eine Extra-Software oder sowas, die ihr euch da runterladen müsst. Oder die ja schon automatisch runtergeladen wird. Hier halt ihr Fahrplanbuch und sowas, ihr Signalbuch. Sondern das ist halt alles schon in der Simulation richtig integriert. Das finde ich eigentlich schon eine relativ coole Sache. So, und damit sind wir in Celle angekommen. So, sagen schon mal, Tür geht nach rechts auf. Oder war das rechts? Das wäre da. Ja, das ist rechts. So, also der hat relativ gute Bremsen, also wir hätten hier deutlich später bremsen können. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Dann hätten wir jetzt nicht so eine massive Zeitverspätung hier drin. Aber nun gut, jetzt ist es. Aber schaut euch das an, das sieht einfach nur großartig aus, wenn ich das Ganze so sehe. Wenn man das Ganze natürlich vom Nahen betrachtet, ist es natürlich schon, ja, okay, dann sitzt vielleicht, aber im Normalfall achtest du halt nicht drauf, ne, wenn du halt selbst unterwegs bist. Ich finde aber so diesen ganzen Grafikstil, finde ich sehr gut.
So, und damit sind die Türen offen. Stehen an unserem Haltesignal. Das schaut doch ganz gut aus. So. In Celle angekommen. Metronom. Man sieht schön das Logo auf der Lok. Fahrgäste steigen aus, hoffentlich. Ja, und ich hoffe natürlich, dass es jetzt richtig war, denn anders weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, wie ich das Ganze handeln soll. So, es ist, so wie es aussieht, 50, haben wir jetzt, ja gut, wir haben 2 Minuten Verspätung fast rausgefahren, also das ist doch eigentlich schon ein starkes Stück. Wir haben auch ein grünes Signal und die Fahrt endet bei Kilometerstand 37 und da geht es halt einfach nicht weiter, da weiß ich nicht, woran das liegt. So, Fahrgäste sind eingestiegen. Jetzt schließen wir die Tür. Hier sind die Bremse. AFB. 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 Und ab geht er, der Peter. Zelle. Haben wir nur noch 150, die wir hier fahren dürfen? AFB. 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 Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. So schnell fahren. AFB. 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 SIFA. SIFA. So, hier bekommen wir nämlich noch ein bisschen. Das schaut ganz gut aus. Das ist so ein bisschen der Modus, wo man ein bisschen weiter vorausgucken kann. SIFA. So, hier, wie gesagt, hier gab es so ein Problem. Wie gesagt, bei 37. So, 39. So. Offiziell dürften wir jetzt hier 160 fahren. Schalte ich das jetzt ein. Da kommt nämlich, da seht ihr zum Beispiel, ne, das schicke Signal da. Und ja. Das ist das Signal, was ich meinte. Deswegen fahren wir jetzt hier mal ganz gemütlich ran einfach. Und vielleicht endet ja dann die Aufgabe. So. Wenn wir jetzt nämlich hier rüberfahren,
bekomme ich nämlich eine Zwangsbremsung. Ich habe das natürlich alles vorher schon getestet. Selbstverständlich. Und ja, das ist natürlich ein bisschen Mist. Natürlich jetzt hier die Aufgabe natürlich beenden, werden aber am Fazit nicht angekommen und bekommen dementsprechend halt auch keine richtige Auswertung. Aber das nächste Signal ist dann auch wieder rot. Und dann endet auch schon die Karte. Also man sieht dann wirklich schon das Kartenende. Ich meine, wir können es probieren, aber ich denke mal, die Zwangsbremse wird kommen, denn AFB, AFB, AFB. Da ist selbst davon überzeugen. Zugbeeinflussung. 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 1000 Hertz springt an. Da hinten sehen wir nämlich das Kartenende. Das lädt auch nicht mehr weiter. Ja. Aber auf jeden Fall so weit, so gut. Heute habt ihr mal, wie gesagt, Zusi 3 mal tagsüber gesehen. Jetzt bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Was haltet ihr denn jetzt nun so von Zusi, jetzt wo ihr das auch mal tagsüber gesehen habt? Wir hatten jetzt eine schöne Nachtfahrt gehabt. Sind jetzt mal tagsüber jetzt hier unterwegs gewesen in Zusi und bin jetzt mal wirklich gespannt, was so eure Meinung jetzt dazu ist. Interessiert mich jetzt wirklich, denn ich weiß noch nicht so, was ich da aktuell noch so von halte. Ich finde es großartig, das Ganze jetzt, aber ich bin gerade eher so mit der ganzen PCB, EZB und sowas beschäftigt, dass das andere mich jetzt nicht wirklich umhaut. Aber so an sich, finde ich, macht Zusi 3 eine sehr, sehr gute Rolle hier auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich habe ansatzweise nicht mal alles gesehen, was man sehen kann. Wir können hier S-Bahn fahren, wir können hier Fernbahn fahren, wir können hier Güterzüge fahren, wir können hier Nahverkehr fahren. Also es ist einfach unglaublich viel Content da, den man hier auf jeden Fall machen kann. Also es ist jetzt nicht nur sowas hier, was wir machen können. Ja. Und das halt in mega realistisch. Man muss sich natürlich aber erstmal reinfuchsen in das Ganze. Selbstverständlich ist das nicht von heute auf morgen alles verstanden. Die Tasten, die sind ein bisschen anders auf jeden Fall als im Train Simulator. Aber da kommt man dann auch irgendwann mal zurecht. Obwohl ich das Ganze, wie gesagt, auch das erinnert mich übrigens sehr stark an OMSI, wenn ihr OMSI mit den Standardeinstellungen ja damals gespielt habt. Denn wisst ihr ja vielleicht noch, dass das Ganze ja über diesen Lamblock-Tasten gesteuert wurde, dem Bus und alles so, ne? Das Ganze ist jetzt hier dementsprechend halt auch, ja. Oh, wir kriegen doch unser Ergebnis. Niedriger Schwierigkeitsgrad bekommen wir hier. Ergebnis 51,1%. Wir haben im Durchschnitt 2 Minuten Verspätung, 4 Minuten war Verspätung maximal. Wir haben keine Türfreigabe vergessen. Leute, was ist denn da los? Whoop. Ja, also muss ich doch ganz ehrlich sagen, bin ich doch mit dem Ergebnis jetzt recht zufrieden. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Ergebnis bekomme. Wahnsinn. Wir haben hier auch noch einen Fahrtenschreiber, der nochmal alles anzeigt. Ja, gefahrene Geschwindigkeit, Streckengeschwindigkeit, Signal. Aber wir haben 0 Unfälle, 0 Haltesignale, 0 Zwangsbremsung, 0 Zwangsbremsung, SIFA. Es wird auch nochmal alles unterteilt. Nur mal die Pfeife, nicht bestätigt, verpasste Planhalte, Abfahrt ohne Auftrag. Vor BÜ oder ähnlichen nicht angehalten, Türfreigabe vergessen, alles bei 0 mal, das ist doch eigentlich sehr, sehr großartig. Der Energieverbrauch, weiß ich nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, das steht hier leider jetzt nicht so, 958,76 Energieverbrauch in MJ und das Ganze in 266,32 Energie in KWH, 31,96 in Liter Diesel und 29,05 in Kilo Kohle.
Ja, niedriger Schwierigkeitsgrad ist wahrscheinlich das Einzige, aber ein Ergebnis von 51,1%. Ey Leute, ich bin über 50% gekommen, das ist großartig. Ja, und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen heute, das Video hier mit Susi 3, und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Part hier wiedersehen. Ja, wie gesagt, schreibt mir doch mal eure Meinung zu Susi 3 hier in die Kommentare, und wenn euch das Video einfach so gefallen hat, lasst ein Like da, freue ich mich, und wir sehen uns dann wieder hier auf unserem Kanal. Bis dann, tschüss!